This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. This night requires songs on earth. Three words, a quiet. Wichtig, wenn ihr mit den Stangen hantiert, zieht euch ein paar Arbeitshandschuhe über. Ein paar Arbeitshandschuhe und dann haut ihr euch nicht so die Pfoten kaputt. Tipp 1, immer mal wieder diese WD-40 rein. Ja, das habe ich bei allen diesen Gelenken und Federn gemacht und dann flutscht das viel schneller rein und ihr habt dieses Boot schneller aufgebaut. Zudem weniger Korrosion. So auspacken und so weit sind wir jetzt bei knapp 4 Minuten.
umdrehen, das Ding. Die Dollborde reinmachen ist immer so ein bisschen gefummelt. Das braucht immer ein bisschen Zeit. Das ist, hilft sehr hilfreich, wenn da ein zweiter Mann bei ist. Matte nehmen, weiche Seite nach unten und so zusammenklappen. Ihr müsst darauf achten, dass ihr möglichst die gleiche Handspannenbreite habt, dass das gleichmäßig ist. Und dann bekommt ihr das Boot schön gleichmäßig aufgebaut. Ja, ins nächste Seite Bug und Heck einbauen. Bodenstange rein. Und hier, das ist ein 16,5er,
einfach eben gucken, die längsten Stangen und die kürzesten Seitenspante reinsetzen. So, hier haben wir jetzt die Streben, die hier rein sollen. Och, dieser Knoten, das nervt jetzt gerade. Machen wir mal eben auf. So, jetzt kommt nämlich der Trick und da bin ich ganz klar, will ich da mal eben sein, ich mache immer Bug- und Heckspann zuerst rein vorne und dadurch formt sich das Boot aus meiner Sicht leichter. Das müsst ihr mal ausprobieren, also zeitmäßig bringt das aus meiner Sicht viel. Jetzt sind ganz wichtig die Handschuhe. Handschuhe an. Sind wir noch gut in der Zeit hier. Ja. Ich trage euch mal hin mit rum. Und hier nochmal. So, und jetzt könnt ihr schon sehen, dass die Bootsform komplett vorgegeben ist. Ne? Das ist in einem. Thank you.
Sind wir mal eben rausgefluppt. Kommt man doch etwas ins Schwitzen. Sehr warm heute hier, knapp 30 Grad. Aber so. Sitze rein und der Ali steht. Ich bin um 5 Minuten vor angefangen und jetzt haben wir es 13 nach. Also mit Sabbeln, mit Erzählen, mit Erklären gut 20 Minuten, mit Auspacken. Wichtig ist eben, dass ihr, also bei dieser Form hilft es ganz deutlich, wenn ihr erst den Bug und Heckspant reinsetzt. Das finde ich aus meiner Sicht. Danach ergibt sich die Form besser und du musst nicht in der Mitte so viel fummeln, weil das so breit ist. Das ist viel schwieriger, den Mittelspant reinzugeben, wie es in der Anleitung wird ja gesagt, dass man den Mittelspant als erstes reinballert. Fand ich immer, habe ich eine Zeit lang gemacht und auf einmal bin ich dahinter gekommen, geht viel besser anders. Daher, ja, ich habe euch hier jetzt das anhand des 16,5er, den normalen 16,5er Downriver hier mit den Downhill da irgendwie vorgeführt. Wir haben mehrere Alis, ich habe ein Solo, wir haben noch einen 18,5er Explorer, die wir mit der Familie gerne benutzen und die Dinger lieben wir. Und Aufbauzeit relativiert sich. Wenn ich jetzt einfach umgerechnet
das auf dem Dachträger anbauen am Auto dauert ja auch eine Weile, wenn ihr da los wollt. Der Hammer an dem Alis ist, sie liegen schön warm im Heizungskeller, trocken und da passiert nichts dran, das kann dir keiner klauen. Du packst es hinten in den VW-Bus bei uns rein, das kann dir auch keiner klauen. Du nimmst es einfach manchmal auf Verdacht mit. Wenn du lange Touren fährst, wie wir jetzt gerade in Polen, knapp 1300, 1400 Kilometer Strecke und du hättest so ein Boot auf dem Dach, wird das irre viel Sprit fressen über die Zeit. Also das ist auch eben ein entscheidender Vorteil, du schmeißt es einfach in, hinten rein und das Boot verbraucht nicht extra Energie. Also wir sind sehr, sehr überzeugte Ali-Nutzer und ich kann nur diese Marke und diese Boote jedem ans Herz legen, der flexibel und sein will und Spaß haben will mit seinen Booten. Und das haben wir seit Jahren und ich freue mich immer wieder, wenn wir das benutzen. Geiles Zeug ist das, einfach coole Ausrüstung. Nicht ganz teuer, aber der Hammer ist, ihr könnt sie auch gebraucht kaufen. Es sind immer mal wieder gute Angebote auf dem Markt. Und wenn ihr das irgendwie bei 1000 Euro gebraucht kauft, ihr könnt das 5, 6, 7, 10 Jahre benutzen und könnt es wieder für 1000 Euro verkaufen. Ihr macht damit keinen Verlust, im Gegensatz zu anderen Booten. Weil dieses hier kann man alles für nachkaufen, alle Ersatzteile. Wenn die Haut mal kaputt geht, zur Not kann man eben auch eine neue Haut kaufen. Und also es ist äußerst robust auch eigentlich. Es wird immer gedacht, dass es nicht robust ist, aber es ist aus meiner Sicht äußerst robust. Ja, ich werde noch mal eben hier die Cam lösen. Ich habe das jetzt hier in Echtzeit für euch gemacht, damit ihr eben seht, dass das kein Gemunkel ist und kein Schmu. So, hier ist der Ali 16,5er. Alleine in knapp 20 Minuten aufgebaut. Ne? Ja, ich muss jetzt nur noch eben die Sitze reinhängen und dann ist das alles gut. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Schauen hier bei Jackknife auf dem Kanal. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Tipps geben und ihr konntet da was von gebrauchen und vielleicht kann ich auch, das ist ja eine Herzensangelegenheit, Ali Canadier, da muss ich echt sagen, ist Herzensangelegenheit bei mir. Vielleicht kann ich jemanden ermutigen, auch auf diesen Weg zu gehen. Diese Boote sind toll, die machen Spaß, da habt ihr viel Freude dran. Bis denn, tschüss.